Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 und wir treten heute mit dem Hamburger Sportverein auswärts beim VfB Stuttgart bei den Schwaben an und wollen ja bestenfalls ein Dreier aus dem Ländle mitnehmen und deswegen würde ich mal sagen, geht's auch direkt weiter. Wir haben ja eine gute Siegesserie im Laufen, aber die kann auf jeden Fall noch ein bisschen extended werden. Da spricht nichts gegen VfB Stuttgart gegen Hamburger Sportverein Bundesliga Stadion Olympique, 9. März 2013, Anstoß 15.30 Uhr, Schiedsrichter Heiner Schnitti, Weltklasse 6 Minuten und es wird heiter sein, wie es ja auch im Moment vom Wetter her ist, es ist einfach herrlich. Und beim VfB Stuttgart im Tor Sven Ulreich, dann Sakai, Serdan, Taski, Georg Niedermeyer, Arthur Boka, William Quist, Zlatko Kuzmanovic, der jetzt glaube ich bei Juve oder auf jeden Fall in Italien spielt, Martin Harnik, ein Ex-Hamburger auch, dann Shinji Okazaki, Thomas Scheinal und im Sturm Kakao, Helmut, wie die Stuttgarter ihn ja nennen, der in echt noch verletzt ist, aber hier virtuell anscheinend einsatzbereit ist. Und ja, die Stuttgarter sind Sechster in der Tabelle, wir sind Zweiter. Könnte ein recht interessanter und hochwertiger Kick werden. René Adler beim HSV im Tor, dann Dennis Sieger, Dietmeier, Heiko Westermann, Michael Mancien, Dennis Aogo, Milan Badej, Petr Jiracek, Heuminson, Marcel Janssen, Raphael van der Vaart und im Sturm Artyom Sarutnevs. Eigentlich wie immer die Ausstellung, keine großen Verletzten. Beim VfB ist Rodriguez rot gesperrt und der Italiener Cristian Molinaro verletzt und die letzten drei Ergebnisse 1-0 Sieg gegen Bayern 0 für Leverkusen, 4-1 gegen Nürnberg gewonnen und eine Niederlage gegen ZSK Moskau mit 0-2, Spiel im 4-2-3-1 und ja, Niederlage gegen ZSK Moskau, aber in echt hat der VfB Stuttgart als einzige deutsche Mannschaft in der Europa League das, Rutnefs, das war ein John Terry Gedächtniselfmeter. Das Achtelfinale erreicht durch zwei gute Spiele gegen Genk. Alle anderen deutschen Mannschaften leider ausgeschieden, aber dafür haben wir in der Champions League mit Dortmund jetzt schon mal eine Mannschaft im Viertelfinale und ich hoffe, dass dann Bayern und Schalke noch folgen werden. Aber wir konzentrieren uns wie immer erstmal auf unsere kommenden Aufgaben in der Bundesliga. Ja, die Mannschaftsaufstellung vom VfB Stuttgart, die müssen wir nicht unbedingt hören. Stadion Olympique ist es hier, sieht sehr, sehr geil aus. In echt ist es ja die Mercedes-Benz Arena. Und hier sind die Ränge voll. Was ja in der Bundesliga hat mich ein bisschen traurig gemacht, wenn ich das so sehe. Aber ganz oft sieht man zum Beispiel, wenn man Sportschau guckt oder generell live auf Sky guckt, ich weiß nicht, wie ihr die Bundesliga verfolgt, aber sehr, sehr oft in letzter Zeit sieht man nicht nur bei den kleineren Vereinen in der zweiten, sondern auch in der ersten Liga ganz viele leere Plätze. Bei Stuttgart ist mir als letztes auch aufgefallen. Das ist doch eigentlich schade, weil die Bundesliga ist doch eigentlich wirklich auf dem aufsteigenden Ast. Hat hier wirklich einen riesen Zuwachs. Wird auch international immer bedeutender. Da könnte man doch eigentlich von vollen Plätzen ausgehen. Aber es scheint wohl nicht so zu sein. Schade, schade. Aber gut, heute sind die Plätze voll. Westermann hier bei der Platzwahl. Wir müssen natürlich irgendwie an Dortmund dranbleiben. Ich kann mich da eigentlich nur jeden Part wiederholen. Aber so gut wie wir und konstant wie wir spielen, kann man sich auch mal einen Ausrutscher leisten. Aber den wollen wir uns natürlich eigentlich nicht leisten. So, Dortmund, 3 Punkte vor uns, 9 Tore bessere Tordifferenz. Gleich viele Spiele. Die Bayern sind 6 Punkte hinter uns, haben aber auch schon ein Spiel mehr. Also die sind hier weit abgeschlagen. In echt sind die ja kaum einbeholbar. Aber hier wird sich die Meisterschaft voraussichtlich eigentlich zwischen dem Hamburger Sportverein und dem BVB, der Borussia aus Dortmund, ausmachen. Und das ist eigentlich schon eine große Überraschung. Aber wir spielen hier virtuell wirklich gut. Und ich hoffe, dass wir auch heute 3 Punkte aus dem Ländle entführen können. Raphael van der Vaart, Top-Torjäger aktuell mit 16 Toren an der Ligaspitze. Das kann sich definitiv sehen lassen. Wir spielen wie immer im selben System mit 2 Sechsern. Son und Janssen auf den Außen und van der Vaart soll entweder ein Tor schießen oder Rutnevs in der Spitze als zentraloffensiver Mittelfeldspieler mit allen Freiheiten bedienen und Adler auch ein sehr guter Rückhalt in echt und hier auch in der Saison soll den Kasten sauber halten. So, jetzt geht's los, wird skandiert bei strahlendem Sonnenschein im schönen Stuttgart. Wollen wir jetzt mal gucken, dass wir hier ein ordentliches Spiel gezaubert bekommen. So, Marcel Janssen gleich mal auf dem Vormarsch. Kann vielleicht ein schönes Flänkchen reinbringen. Rutnevs! Ah, steigt ein Tick zu früh hoch. Das Timing war nicht optimal. Badell! War es da, ob ich der aus dem Hintergrund abzieht. Ulreich hält den sogar fest. Der war nicht so einfach zu halten. War scharf getreten oder geschossen in dem Fall. Aber gute erste Aktion von Sven Ulreich im Tor des VfB Stuttgart. Und der kommt jetzt seinerseits mit Kakao. Legt zurück. Boah, jetzt spielen sie da Ping-Pong-Fußball, Titi Kaka. Adler mit einer riesen Tat.
Stark gespielt von Stuttgart. Die scheinen nicht umsonst da ganz oben in den Europa-League-Plätzen drin zu stehen als Sechster. Aber der HSV hat ja eine verdammt gute Serie virtuell am Laufen. Und da müssen die Stuttgarter schon einiges mobil machen, um die zu unterbrechen. Harnik! Boah, und im letzten Moment wirft sich, ich glaube, Manzien war es dazwischen. Boah, und was ist jetzt hier los? Jetzt kommen ja auch noch Lags dazu. Das ist natürlich gar nicht im Sinne des Erfinders. So, jetzt hat sich aber alles wieder stabilisiert. Und wir stabilisieren jetzt auch mal unser Spiel hier. Denn die ersten Minuten außer diesem Schuss von Badel gehören... Ah, verdammt. Nicht gut genug getreten, dieser Pass. Ganz klar dem VfB, der Heimmannschaft. Vielleicht müssen wir uns hier auch auf Konter verlegen. Wir müssen nicht unbedingt immer die Favoritenrolle haben und die Mannschaft sein, die kommt und mehr Ballbesitz hat und das Spiel macht. Ich tue mich auch gerne mit der Kontermannschaft zufrieden geben, mit der Rolle als Kontermannschaft. Und dieser Schuss war auch nicht gerade weit drüber. Also die Elf von Coach Bruno Labbadia, den ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mag. War ja mal beim HSV, aber ich mag den einfach von seiner ganzen Art nicht. Fürth gegen Hoffenheim. Das wird auch ein echter ja, Abstiegskampfknaller. Rudnevs! Auch der ist nicht weit drüber. Also der HSV vielleicht jetzt mit etwas mehr Offensivdrang. Auf jeden Fall ein interessantes Spiel in dieser ersten Viertelstunde. Nicht gerade langweilig, die Abtastphase war sehr kurz, wenn sie überhaupt da war. Und jetzt geht es rasant hin und her. Und jetzt ist vielleicht mal wieder der HSV dran. Nein, Rudner ist schon wieder mit dem Ballverlust. Und Heinal, Tamascheiner der Ungar, der den Spielmacher gibt. Umringt von Blauen, aber sie können den Ball sehr gut behalten. Sehr, sehr ballsicher wirken die Stuttgarter. Und da ist wenig zu machen. Westermann... Boah, da hätte man auch Foul geben können, meiner Meinung nach. Aber dadurch die Konterchance für den HSV. Son, der ist ja verdammt gut drauf in echt und hier auch virtuell. Son, die Flanke ist natürlich viel zu weit. Da findet sie gar keinen guten Abnehmer. Und jetzt der VfB Stuttgart mit einer Kontermöglichkeit. Kakao mit der Hacke hat eben doch brasilianische Wurzeln, auch wenn er für Deutschland aufläuft. Boah, gut geklärt von Michael Mancini, der sowieso eine klasse Saison spielt. Kuzmanovic mit 9 Ligatoren, wahrscheinlich einer der besten Torjäger der Stuttgarter. 9 Ligatore ist für einen Mittelfeldspieler schon ein guter Wert, aber 16 für Van der Vaart, der ja auch Mittelfeldspieler ist, ist dann doch noch eine Ecke besser, ne? Und deswegen stehen wir vielleicht auch 4 Plätze weiter oben als die Stuttgarter in der Tabelle. Aber wirklich richtig, richtig große Chancen konnten wir uns jetzt noch nicht rausspielen. So, Son kann da vielleicht mal ein bisschen Dampf über seine Seite machen. Löst sie gut vom Gegenspieler. Rudnevs, Artyom Rudnevs mit dem Kopfball. Ulreich lässt ihn nur abprallen. Und dann, das ist die Qualität von Artyom Rudnevs. Ein wirklicher eiskalter Torjäger. Setzt er nach, stochert danach. Gut gegen Taski durchgesetzt und ist vor dem VfB-Verteidiger am Ball. Ich glaube, vor Niedermeyer war es da. Und stochert das Ding ins Tor. 1:0 für den HSV. Im Stile eines echten Torjägers und einer echten Spitzenmannschaft gehen wir hier. Nicht ganz verdient, aber auch nicht unverdient, würde ich sagen, in Führung. Und jetzt gilt es natürlich, sich hinten zwar nicht einzuigeln, aber diese Führung mehr oder weniger zu verwalten. Ein 2:0 für der Pause wäre schön, aber müssen wir jetzt auch nicht erzwingen. Nicht zu offen hinten stehen. Aber bis jetzt sieht das besser aus. Wir hatten mal so eine kleine Hangphase, die ersten 10 Minuten, wo Stuttgart wirklich kam. Aber im Moment haben wir das ganz gut im Griff. Stark unterbrochen da der Pass von Jiracek. Und Van der Vaart heute noch gar nicht so zu sehen. Jetzt spielt er mal einen klugen Pass auf Jansen. Der kann abziehen. Jansen, ich weiß nicht, ob der abgefälscht war. Wenn nicht, dann war das mehr Eckfahren-Zielschießen als irgendwie ein gefährlicher Torabschluss. Aber wir führen noch. Und wenn man führt, darf man sich auch mal so einen Schuss leisten, sage ich jetzt einfach mal. Oh, Westermann, gut im Kopfballduell. Und Dortmund geht gegen Schalke im Derby in Führung. Das ist für uns gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Und das schmeckt mir gar nicht. So, Van der Vaart an Taski vorbei. Van der Vaart, der Abschluss ist ein bisschen zu schwach. Eigentlich weiß er doch, wo das Tor steht mit seinen 16 Toren in der Saison. Aber da ging mehr. Stark Taski umkurvt, der da ganz alt aussah. Rudner ist auch schon mit 12 Ligatoren sehr, sehr stark. So, und sie suchen natürlich immer wieder Van der Vaart. Van der Vaart! Raphael Van der Vaart. Ulreich ist auf dem Posten. Der HSV wird ein bisschen stärker. Und Stuttgart kommt jetzt weniger als in der Anfangsphase, weil wir auch die Zweikämpfe im Mittelfeld, die entscheiden, für uns entscheiden. Die entscheidenden Zweikämpfe für sich entscheiden. Ja, sehr schön gesagt. Boah, Kakao an Jiracek vorbei. Steil. Aogo ist da bei Harnik. Oh,
der Kopfball ist ein bisschen zu harmlos, aber da stand er wirklich sträflich frei. Hätte er auch Volley nehmen können und dann hätte es deutlich gefährlicher für Adler werden können, der VfB-Angreifer. Und Niedermeier und Taski, die Innenverteidigung des VfB, auch wenn Niedermeier sich hier den Ball holt, die ist nicht sattelfest. Ich glaube, die Offensive ist deutlich stärker als die Defensive der Stuttgarter, ist ja auch in echt so. Denn in der Defensive hatten die ja teilweise richtig arge Probleme. So, Boka holt den Ball dann noch gut. Van der Vaart arbeitet mit zurück. Und das wird abgepfiffen. Also ich bitte euch. Für mich kein Foul, aber gut. Kann man so pfeifen. Aber Westermann dann gegen Kakao dann doch nach diesem Freistoß im Kopfballduell Sieger. Sakai, der mit den roten Haaren, das Sams. Nein, nicht das Sams, aber so in etwa. Da fällt ein HSV-Spieler. Frankfurt liegt gegen Hannover in Führung, by the way. Aber ich schiele natürlich besonders auf den Spielstand von Dortmund gegen Schalke. Weil auf die Dortmunder müssten wir es eigentlich aufholen. Boah, Kakao, Badell, keine gute Ballverarbeitung. Jetzt drückt Stuttgart nochmal. Jetzt will ich mich eigentlich nur noch in die Pause retten. 2 Minuten gibt's oben drauf. Sagt der gute Heiner Schnitti. So. Ah, wenn der durchkommt, wäre schön gedacht gewesen. Schön gedacht gewesen, schön gemacht gewesen, war es aber nicht. Auf Son sollte der kommen, steil nach oben. Naja. So, Sakai, Kakao. Eieiei. Und der geht daneben und das war die erste Halbzeit. Der HSV führt noch mit 1:0 durch das Tor von Artyom Zolotnevs, der da wirklich gut das Kopfballduell für sich entscheidet, nach Stochert im Stil eines Torjägers. Und mit einer kalt wie eine Hundeschnauze, könnte man fast sagen, den Ball dann im Kasten von Ulreich unterbringt. Hier, beste Chance für Stuttgart. Dieser Schuss den Adler sensationell klärt. Son geht da gut durch auf seiner Seite, bringt die Flanke und Rudnes ist gedankenschneller als die komplette VfB-Hintermannschaft. Hier Van der Vaart, hätte ich mir einen deutlich härteren Abschluss gewünscht. Und hier, da stand er ganz frei. Heinal war es, der glaube ich, im Strafraum, hat aber nichts draus machen können. Und ich glaube, das waren sie auch, alle Chancen. Augsburg gegen Nürnberg 0:0, Dortmund führt im Revierderby gegen Schalke mit 1:0, Fürth im Abstiegsknaller, ich weiß nicht, ob es hier virtuell ein Abstiegsknaller ist, aber auf jeden Fall mit 1:0 gegen Hoffenheim in Front und Eintracht Frankfurt führt auswärts gegen den kleinen HSV gegen Hannover 96 mit 1:0. So, keine Wechsel auf beiden Seiten, das Wetter ist immer noch gut, der Spielstand im Moment auch noch, aber da muss ein bisschen mehr kommen, das wäre nicht die stärkste erste Hälfte, die der HSV zu in letzter Zeit gespielt hat. Also wenig Chancen rausgearbeitet und insgesamt zu wenig. Augsburg gegen Nürnberg in Führung. Und Rudnevs verwaltet da kurz den Ball. Jiracek! Jiracek! Der war nicht schlecht. Auch wenn er nicht so hart aussah, aber er war sehr platziert. Und Ulreich dann noch mit Problemen. Denkt zur Ecke ab. Rudnevs! Ulreich, jetzt bekommt er was zu tun. Rudnes, der ist verdammt kopfballstark. Fürth geht 2:2 gegen Hoffenheim in Führung. Rudnes ist wieder da. Manzien! Michael Manzien! Mit dem 2:0 nach dieser Ecke. Boah, für einen Verteidiger war das aber ein satter Schuss. Sein erster Treffer in der Liga, glaube ich. Und Ausgangspunkt Van der Vaarts Ecke. Rudnes verliert dieses Mal das Kopfballduell. Aber Niedermeier, nee, Quist ist es da. Köpft direkt auf den Fuß von Manzien. Und der mit Hilfe des Pfostens und ein bisschen Glück bringt das Lederntor unter. Die Serie des HSV, sie scheint weiterzugehen. Gegen Fürth hatte sie ja zuletzt ein bisschen gewackelt. Aber das sieht alles gut aus. 7:10 Schüsse ist jetzt auch nicht so unverdient. Aber wir müssen natürlich aufpassen. Das war Abseits. Ja, dieser Pass auf Kakao war Abseits. Bisschen Rücklage da auch beim Kopfball Heinal. Und deswegen konnte er da keinen Druck hinterbringen. Und selbst der Pass wurde dann abgepfiffen, weil es eben eine Abseitsstellung von Kakao war. Der ein ganz gutes Spiel macht eigentlich in der Sturmspitze, finde ich. So, Vorteil da jetzt. Und jetzt kann der HSV das natürlich mit einem 2:0 im Rücken etwas souveräner runterspielen. Ah, Badell nutzt den Vorteil. Nimmt Diekmeyer mit. Rudnevs, der kann Kopfköpfen. Das hat er heute schon gezeigt. Badell. Oh, der wäre voll daneben gegangen, der Schuss. Aber wurde sowieso noch abgeblockt. Taski macht da Übersteiger im eigenen Strafraum. Ah, Rudnevs zu spät. Senzt ihn nur um. Das wird wahrscheinlich gleich gelb geben. Wollte ich eigentlich nur ein bisschen provozieren, den Ball zu holen. Der Schiri etwas im Weg, der gute Herr Schnitti. Vielleicht wären wir mal wieder ein 2:0, wäre schön. Gegen Stuttgart. Aber es wird natürlich nicht einfach. Komm, Adli, den hast du. Jawohl, René Adler mit einer klasse Partie heute. Hat nicht viel aufs Tor bekommen, aber wenn dann mal was kam, dann war er zur Stelle. So, Van der Vaart verteilt die Bälle heute sehr gut, finde ich. Ah, der Pass von Jansen war nicht gut.
Frankfurt 2:0 gegen Hannover in Führung. Noch will ich auch nicht umstellen. Ich könnte ja jetzt theoretisch schon defensiv umstellen. Das ist auch kein Foul. Also der Schiri lässt mir hier ein bisschen zu viel laufen. Das war meiner Meinung nach ein klares Foul. Aber jetzt hat Jansen Platz. Kann Tusky aus der Mitte rausziehen. Jansen mit einer starken Flanke, aber die ist einen Tick zu weit geschlagen. Und deswegen kann Boca die doch noch abfangen. So, Shinji Okazaki, der hat auch noch nicht viel gemacht. Tamas Scheiner gegen Badell. Der defensive Mittelfeldspieler wird auf die Seite rausgezogen. Das haben sie stark gespielt. Ah, jetzt kommen sie aber nochmal, die Stuttgarter. Aber diese Flanken aus dem Halbfeld, die sind einfach nicht so gefährlich. Boah, angedrehter Schuss, ein sogenannter Finesse-Shot da. Die habe ich bei FIFA 12 immer sehr oft gemacht, aber bei FIFA 13 wurden die deutlich abgeschwächt. Boah, Rudner ist ganz stark, wie er da den Ball behauptet. Der Pass ist natürlich auch schön von Aogo. Aber Van der Vaart kommt einen Tick zu spät, leider Gottes. Und ich glaube, es ist jetzt auch mal Zeit für den ersten Wechsel schon mal. Für Son kommt nämlich Beister, der ein schönes Tor in echt gegen Fürth gemacht hat, was 1:1 nur ausgegangen ist, das Spiel. Das war echt ein Witz. Euch auch wirklich verärgert. In echt haben wir es ja noch in letzter Minute tatsächlich gewonnen. Boah, gut gespielt von den Stuttgartern. Und der geht verdammt nah nochmal ins Tor ran. Und jetzt hagelt es, glaube ich, gelbe Karten. Für Artyom Zrutnevs eine. Ne, nur eine, okay. Daniel Didavi kommt für Tamas Scheinal und Beister für Sonnen. Also zwei offensive Leute jeweils auf beiden Seiten eingewechselt. Labbadia kann nicht zufrieden sein mit dem Spielstand. Wir schon. Und apropos schon, ich glaube, ich werde Rudnes gleich mal rausnehmen und den schon, weil er hat gelb gesehen und Berg kann auch nochmal ein paar Einsatzminuten bekommen. So, Maxi Beister. Der ist natürlich frisch, der hat noch Kraft. Ah, Van der Vaart wird er gestoppt und dann geht's schnell. Gutes Umschaltspiel, Badell kommt da zu spät, taktisches Foul gegen Didavi. Aber die Stuttgarter bleiben trotz diesem Foul im Ballbesitz. Und Heiko Westermann, das ist ein gutes Stellungsspiel. Besser als in echt teilweise hier. Bei FIFA habe ich das Gefühl. So. Ah, Van der Vaart, da verspringt ihm der Ball etwas zu weit. So, Badell sieht jetzt auch gelb. Notiere ich mir auf jeden Fall. Aber jetzt wird nochmal für die letzten Minuten Artyom Zrutnevs rausgehen und Berg für ihn kommen. Und dann vielleicht nochmal... werde ich, glaube ich, Skelbrett vielleicht nochmal mit Van der Vaart tauschen, sowas. Also nichts Großes. Rudnitz hat sein Tor gemacht, hatte sehr gute Chancen, die er sich alle selbst rausgearbeitet hat. Also ich denke, mit der Leistung des Letten kann man durchaus zufrieden sein. Und Markus Berg wird ihn jetzt ersetzen und hoffentlich auch nochmal für ein bisschen Betrieb da vorne in der Spitze sorgen. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. So, Sakai. Und wir kommen nicht an den Ball. Doch, jetzt kommen wir in den Ball und Sakai fehlt jetzt hinten. Van der Vaart zeigt direkt an, spiel ihn mir. Das mache ich dann auch gleich. Und Berg, ah, kommt nicht ganz durch. Schade. Erste Aktion von Markus Berg. VfB hält es noch durch Stadion hier. Aber ich glaube, das wird auch den VfB-Anhängern klar sein, dass dieses Spiel höchstwahrscheinlich verloren ist. Ah, Van der Vaart. Bei ihm heute nicht so ein klasse Spieler, aber der Rest der Mannschaft spielt gut. Deswegen kann er das auch rausreißen und ich warte immer noch episch darauf, den Spielstand vielleicht mal von Dortmund gegen Schalke zu hören. Ein 1:0 wäre natürlich bitter für uns, denn gerade Schalke ist eine der Mannschaften, die Dortmund noch auf dem Weg zur Meisterschaft hier stoppen könnte. Das ist ein starker Pass in den Rücken der Abwehr. Ich rück in die Mitte. Boah, und das ist bärenstark gemacht. Kakao hält da das Füßchen rein. Klasse Tor. Diesmal ist Adler ohne Chance und das ist erst die 82. Minute. Und ich schieb mir hier schon so einen ruhigen, dass das... was wird, aber das muss gar nicht zwingend was werden. So. Und genau deswegen kommt jetzt nochmal Jeffrey Bouma als vierter Verteidiger in die Partie. Fünfter. Für Milan Badej, der sowieso gelb verwarnt ist und nicht so stark gespielt hat. Also wir mauern hinten nochmal ein bisschen und versuchen über Beister vielleicht, der ist noch frisch, und Berg Konter zu fahren. Und Jeffrey Bouma, der Niederländer, soll da hinten jetzt ein bisschen aufräumen. Eigentlich kann man sagen, was man will, aber Badell hat eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht. Alter, Jiracek, was ist das denn? Ganz dummer Ballverlust. Und jetzt kommt Stuttgart natürlich. Da ist der neue Mann Bruma gegen Kakao. Und jetzt behandeln sie den Ball da wie Götter. Da geben sie nicht mehr her, die Stuttgarter. Und Christian Gentner kommt nochmal für Zlatko Kuzmanovic. Boah, der ist ein bisschen risikoreich gespielt, kommt am an, der Pass.
Ah, und der kommt nicht an der Pass. Eigentlich sollte ich jetzt mehr auf Ballbesitz konzentriert sein, fokussiert sein. 85. Minute, also das ist hier noch lange nicht durch, was ich eigentlich schon dachte, muss ich ehrlich sagen. Stuttgarter war nicht mehr so stark und dann plötzlich sind sie jetzt wieder da. Wittern Morgenluft. Abseits, glaube ich. Jo, Abseitsstellung von Heinal, nee. Gentner müsste das sein. Weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Dritter Wechsel, Vedat Ibisevic, den ich eigentlich schon von Anfang erwartet habe, kommt für Kakao. Und Adler schlägt das Ding weit nach vorne weg. Nur weg vom Tor. Oh, Westermann, das ist ein ganz wichtiger Ballgewinn. Hoffen mal, macht den Anschlusstreffer gegen Fürth. Und Berg. Ah, der kann noch laufen. Der kann noch und der will noch. Berg kann da mal abziehen. Markus Berg. Genau so will ich das haben. Jetzt haben wir nämlich nochmal einen Eckball, den Van der Vaart reintreten wird. Gleich ist dann auch schon die reguläre Spielzeit abgelaufen. Westermann, der war ja minimal vorbei. So, und ich ziehe jetzt Berg auch ganz nach hinten. Jetzt nur noch diese Führung verwalten. Sie ist knapp, aber auch diese dreckigen Siege brauchen wir, um Dortmund noch abzufangen. So, langer Ball in die Spitze. Adler, den hast du. René Adler. Heute auch mit einer sehr, sehr starken Leistung, muss ich sagen. Und ist es das jetzt schon gewesen? Nee, ist es noch nicht gewesen. Okay. Ah, Van der Vaart mit dem Ballverlust. Dem gelingt heute echt nicht viel. Aber wir gewinnen dieses Spiel gegen den VfB Stuttgart, gegen den Tabellensechsten mit 2:1 durch Tore von Artyom Zrutnes und Michael Mancien. Kakao macht dann nochmal den Anschluss, macht es noch ein bisschen spannend. Aber am Ende haben wir das doch ganz gut verwaltet. Wundert mich echt, dass Labbadia nicht Ibisevic schon Anfang angebracht hat, aber vielleicht gab es eine Undiszipliniertheit, eine moralische Verstimmung, keine Ahnung. Auf jeden Fall schlagen wir auswärts den VfB Stuttgart. Ich hoffe natürlich, der HSV wird es mir gleich tun. Bin da aber nicht so optimistisch, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ah, Mancien, Beister, die können zufrieden sein. Vor allem Michael Mancien, der für mich sowas wie der Matchwinner war. Bin mal sehr gespannt, wer Spieler des Tages sein wird. Rudnevs oder Mancien, würde ich mal sagen. Oder vielleicht Adler, der hat eigentlich auch klasse gehalten. Beim Tor von Kakao hat er keine Chance, da konnte er gar nichts machen. Und jetzt brenne ich natürlich auch darauf, das Ergebnis vom Kick zwischen dem FC Schalke 04 und Dortmund im Revierderby zu erfahren. Aber vorher lassen wir das Spiel nochmal kurz Revue passieren. Hier die ganz große Chance zum Auftakt. Dann das 1:0 durch Artyom Zarutnevs. Zack, rein das Ding. Schönes Ding war das. Dann das 2:0, wonach wir das Spiel eigentlich sehr gut im Griff hatten durch Mancien. Schön platzierten Schuss an den Pfosten und dann geht er noch rein. Und dann macht es Kakao hier nochmal mit diesem schönen Tor, muss man sagen. Spannend, aber dann ist am Ende nichts mehr passiert. Wir haben nichts mehr anbrennen lassen. René Adler mit 8,2. Spieler des Tages, bester Mann. Kakao auf der anderen Seite, der das Tor für Stuttgart geschossen hat. Spielinfo können wir nochmal reingucken. War schon etwas glücklicher, dieser Sieg, aber war ein knappes Ding und am Ende holen wir uns den dreckigen Sieg ab und ja, Dortmund hat tatsächlich bei Schalke 1:0 gewonnen. Das ist natürlich bitter für uns. Aber wir können natürlich nur weiter hoffen und im Pokal können wir sie vielleicht noch abfangen. Ja, Schiedsrichterleistung war heute gar nicht wichtig. Gab zwei gelbe Karten nur für uns und kein Elfmeter oder so. Das heißt, da den Schiedsrichter verantwortlich zu machen, ist echt lächerlich, lieber Herr Labbadia. Aber wo ich gerade davon geredet habe, wenn wir die Dortmunder schon nicht mehr in der Tabelle einholen. Oh, das sind jetzt aber sehr kurze Abstände. Ja, zum Teammanagement müssen wir erstmal nicht. Wir können mal Rudnes loben, der gefällt mir im Moment sehr, sehr gut. Und auf jeden Fall lobt unfairen Rudnes. Ach, ja, Ivo. Auf jeden Fall geht's als nächstes gegen Augsburg, wollte ich sagen. Und wenn wir den BVB nicht mehr abfangen in der Tabelle oder nicht mehr abfangen können, dann winkt ja noch das Pokalfinale, wo der BVB und der HSV in echt zwar nicht mehr vertreten sind, aber hier virtuell, da können wir noch den einen Titel vielleicht hier klar machen. Und dann stehen ja auch wieder, wenn ich das richtig gesehen habe, Länderspiele an. Boah, dann noch gegen Bayern, aber davor nochmal Dänemark und Russland-Länderspiele. Die werden dann ein bisschen später kommen, genauso wie das Spiel gegen Augsburg, weil ich im Urlaub bin, verreist bin. Deswegen kommen die FIFA-Parts ein bisschen später, dass ihr hier schon mal Bescheid wisst. Der wird noch rechtzeitig kommen hier, aber die nächsten dann etwas im Verzug. Aber die werden auf jeden Fall noch kommen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim Spiel gegen Augsburg wieder. Und die Siegesserie des HSV geht weiter. Und das ist doch richtig, richtig nice. In diesem Sinne, haut rein, wunderschönen Tag noch und ciao.